Verehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause, sehen sich nach Ruhe oder sind krank und brauchen Erholung. Doch nächtlicher Lärm raubt Ihnen den Schlaf, Schlafmangel, Stress und vermüllte Straßen prägen dauerhaft Ihren Alltag. Der Gestank in den Straßen prägen dauerhaft Ihren Alltag. Und wo betrunkene Nachtschwärmer ihre Notdurft verrichten, werden sie gezwungen, selbst zu putzen. Eine Situation, die nicht nur ekelerregend, sondern auch entwürdigend ist. Besonders an den Wochenenden wird es unerträglich und ihre Lebensqualität leidet zunehmend. Diese Vorstellung ist für viele von uns beunruhigend, oder sollte es zumindest sein. Doch für die Anwohner von Alt-Sachsenhausen alltägliche, bittere Realität. Bars und Diskotheken überschreiten seit langem jedes erträgliche Maß an Lautstärke, während Kontrollen oder Strafen ausbleiben, obwohl klare Grenzen bestehen. Der Alkoholkonsum hat sich zunehmend auf die Straße verlagert. Und der weit verbreitete Gebrauch von Lachgas, das sogar von Kiosken verkauft wird, verschärft die Situation zusätzlich. Auch die Gastronomen beklagen, dass angenehme Gäste ausbleiben und die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen steigen. Angesichts dieser unerträglichen Zustände fragen sich viele Anwohner zu Recht, warum wird nichts unternommen? Seit 2021 erleben sie ein endloses Hin und Her zwischen dem Magistrat und dem Ortsbeirat. Der Magistrat schiebt den Lösungsansatz eines runden Tisches immer wieder an den Ortsbeirat zurück. Die Anwohner haben den Eindruck, dass niemand wirklich Verantwortung übernehmen möchte. Dabei ist ein runder Tisch, an dem Anwohner, Gastronomen und die Stadt zusammenkommen, der Weg zur Lösung. Die Anwohner sind bereits so frustriert, dass sie bereit sind, diesen selbst zu organisieren. Doch ohne die Unterstützung der Stadt wird es keine nachhaltige Veränderung geben. Es braucht einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die Interessen der Anwohner als auch die wirtschaftlichen Belange der Gastronomen berücksichtigt. Dieser Ansatz muss klare Regeln für Lärmschutz, den Alkoholverkauf, die Öffnungszeiten und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beinhalten. Damit Alt-Sachsenhausen wieder lebenswert wird, appelliere ich heute eindringlich an den Magistrat: Nehmen Sie diese Situation ernst, beenden Sie das unwürdige Ping-Pong-Spiel und beteiligen Sie sich aktiv an einem runden Tisch. Stellen Sie die notwendigen Ressourcen bereit, um ein umfassendes Konzept für Alt-Sachsenhausen zu entwickeln und umzusetzen. Vielen Dank.